Jetzt würdest du mir wetten um 100 Euro, dass er nicht mehr als einen Punkt abweicht von der 6 in meinem Ranking. Okay, machen wir. Machen wir. Volle Leben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir befinden uns am berühmten Ernst-Reuter-Platz in Berlin. Ich habe mir mal wieder was Neues für euch überlegt. Wir werden heute einen Döner in der Universität essen. Der gute Benny Buffett ist auf die Idee gekommen. Den habe ich gleich auch am Start. Den werden wir gleich kennenlernen. Nochmal, der war schon mal im Video bei mir dabei. Ich kann euch sagen, da hängt ein richtiger Dönerspieß. Und wir stellen uns die Frage, gibt es einen deutlichen Unterschied zu so einem normalen Dönerladen, wo natürlich Leute stehen, die Erfahrung haben, zu, sage ich, irgendeiner Mutti, die da wahrscheinlich steht und einen Dönerspieß schneidet. Das werde ich euch sagen. Viel Spaß beim Video. Wir sehen jetzt Benny Buffett gleich. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier eine Tüte auch dabei habe. Wir werden zwischendrin die Kamera darin verstauen müssen und ein, zwei Aufnahmen wahrscheinlich auf Undercover-Basis machen müssen. Grund ist einfach, der Benny hat letztes Mal auch schon eine Genehmigung gehabt für das Video. Heute haben wir auch eine, die wollte die schon per Mail losschicken, die Zuständige. Die Mail ist aber noch nicht angekommen. Da sind Securities, die prüfen das. Die wird wahrscheinlich in der nächsten halben Stunde eintreffen, die Genehmigung. Aber nicht, dass wir da rausfliegen, müssen wir erstmal ein bisschen auf Undercover machen. Also nicht über die Aufnahmen wundern, unter Umständen gleich. Yeah! Benny, mein Lieber! Grüezi, ne? Alles gut, na, bei dir? Ja, und selbst? Ja, auch. Auch, ja, doch, doch. Ich habe eben schon gesagt, du hast ja die Genehmigung für heute geklärt, ja, ne? Absolut. Nur die E-Mail ist noch nicht durchgegangen, obwohl die gesagt hat, schickt sie schon ab. Du müssen ein bisschen auf Undercover jetzt machen, ne? Genau, vor allem am Eingang. Du verführst einfach die Würstchenfrau. Ja. Du machst ein bisschen Ablenkung oder sowas. Kriegen wir. Was sollst du sagen? Das Einzige ist, seit einer Minute ist Pause. Das heißt, es könnte jetzt voll werden. Ja. Oh nein. Aber vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn wir undercover rein wollen. Ja, 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 das machen wir. Wir stecken dir nochmal eben Mikro an. Benny hat auch einen Food-Kanal, gerne abchecken in der Videobeschreibung. Ja, danke. Sehr gerne. Und dann legen wir mal los, ne? Ja, Hunger ist da. Wir gehen jetzt durchs Hauptgebäude rein. Da sind noch keine Security. Die Security sind weiter hinten, ne? Richtig. Also so auch die Info, die ich bekommen habe. Deswegen schauen wir einfach mal. Wir gucken so ein bisschen vielleicht nach rechts und links oder so. Okay. Ob da jemand ist, im Zweifel Kamera einfach schnell runter oder so. Okay. Wie fühlst du dich sonst, Benny? Fühlst du dich gut heute? Ich bin ein bisschen Mr. Krabs heute, weil ich war gestern zu lange in der Sonne. Du brauchst Kokosnussöl. Shea Butter und Kokosnussöl, glaube ich, habe ich zu Hause. Shea Butter ist auch gut. Manchmal hat man ja nach dem Arm machen so ein bisschen Aua am Popo. Das kannst du da auch wunderbar, kannst du das daraus schmieren. Oder Honig, kann ich auch empfehlen. Honig. Also wir haben gerade so philosophiert, ne? Vielleicht gehen wir nicht als Studenten durch, weil wir sind ja alle hier 20 so in dem Alter, ne? Ja. Aber als Professoren? Schon auf jeden Fall. Ne? Wir sehen sehr eloquent auch aus. Vor 100%. Ja. Und du hast ja auch studiert? Ich bin Professor der Lebensmitteltechnik hier an der Technischen Universität Berlin. Oha, der ist aber schnell unterwegs, der Kollege. Also jetzt geht's so ein bisschen, undercover. Kann ich die vorschicken? Kannst du mal gucken, ob die Securities da sind? Ja, der hat das Fancy Cuties. Luft ist rein. Okay. Und wenn jetzt jemand kommt, musst du ganz normal weitergehen, damit ich die unter deinem Rücken verstecken kann. Okay. Ja. Dann auch so? So? Ja. Ich weiß jetzt eigentlich, was für Doktortitel ich habe. Ja. Dr. Holle 2614, Professor der Analogie. Analstufe Rot, wenn jetzt die Security kommt. Guck mal um die Ecke, Benny. Und da bist du auch vom Filmteam. Wir machen einen Döner-Test hier. Wir haben ja einen Döner hier im Angebot. Genau, und da testen wir einen Döner. Der ist gut sogar. Aber bin ich gespannt. Der Spieß ist sehr groß. Der Spieß ist sehr groß, ja. Ist er zu groß? Nö. That's what she said. Ja. Aber eine Sache ist anders zu letztem Mal. Es ist ein Hackspieß. Letztes Mal war ein Scheibenfleisch. Da kann der Senat aber auch mal gönnen, muss ich sagen. Okay, gucken wir mal. Die Jungs haben schon getestet. Was ist euer Fazit zu dem Döner? Ja, ist ein bisschen teuer. Es ist essbar, es ist gut. Aber für einen Uni-Döner, also es gab halt viele, die sich beschwert haben, weil ich halal ist. Okay, dann werden wir den mal testen. Danke, Jungs. Ja. Vielen Dank. Einen Döner haben mit Fleisch, ja, genau. Mit Käse dabei? Nee, ohne Käse. Bitteschön. Genau. Hä? Achso. Oh, yeah. Haben Sie Bewirtungsbeleg auch? 149 Döner in Berlin probiert. Ehrlich jetzt? Ja. Hast du mitgezählt? Ich habe eine Liste. Boah, das sind wieder die Brains hier oben, ne? Was ist die Wurzel aus 149? Also, keine Ahnung, ich studiere nicht. Also, ich bin nur für Döner hier. Was gibst du dem 1 bis 10? 1 bis 10, also ich bin auch sehr kritisch. Mhm. Ich würde sagen, vielleicht 6,8. Vielleicht machen wir mal zusammen einen Döner-Test. Könnte sein, ja. Alles klar, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Hallo. Hast du den auch schon probiert, den Döner hier? Ja. Ja? Ich esse immer den Veganer. Mhm. Gemüse mit Kartoffeln, ganz viel Öl. Okay, und das ist dann nicht so die Diätvariante, ne? Ich werde jetzt den anderen mal probieren. Aber du isst gar kein Fleisch, oder? Ich esse gar kein Fleisch. Okay, das
finde ich gut. Ich habe auch mal vegan gegessen, aber dann werde ich rückfällig geworden. Welche Note würdest du dem Döner geben? Boah, ich sag, aus dem Bauch bei dir mit einer 6 vorne. Jetzt würdest du mir wetten um 100 Euro, dass er nicht mehr als einen Punkt abweicht von einer 6 in meinem Ranking. Okay, machen wir. Machen wir. Also wir haben ja 100% Kalbsfleisch, das ist sowieso. Und auch keine Zusatzstoffe und so? Nein. Boah, aber sowas wie Bindemittel und so? Nee, dadurch, dass das Gehackte drin ist, also musst du nochmal aufgucken. Ja. Aber es ist auch weiterhin Haltungsstufe 4, kann man das so sagen? Weil, nee. Okay. Haltungsstufe 4, ey, du überraschst mich, Bruder. Was macht ihr Umsatz am Tag? Millionen. Millionen. Dann gucken wir mal. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja auch, da stehen ja nicht umsonst Dönermänner seit zig Jahren. Was habe ich schon an Videos gemacht? 17 Jahre Dönererfahrung und auch um weites mehr. Laden steht seit 30, 40 Jahren. Die Leute haben viel mehr Durchlauf, natürlich viel mehr Erfahrung und viel mehr. So doof es sich anhört, aber auch da wird Expertise weitergeben von Leuten, die da Erfahrung haben. Und es ist die Frage, schmeckt das wirklich besser oder schlechter als normaler Döner? Weil das Fleisch wird aus der Industrie sein, da wird sich nicht viel tun. Aber fällt uns irgendwas Besonderes auf? Mir ist schon was aufgefallen. Also der Döner nimmt direkt ein Feeling an. Das finde ich interessant. Dieses Selfmade zu Hause gemacht Feeling. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar an der Schnittweise vom Salat liegt. Einfach die Gurken, so habe ich so beim Döner auch eigentlich nie gesehen. Einfach reingelegt, so wie ich wahrscheinlich zu Hause, wenn ich Döner machen würde, auf schnelle Welle. Einfach reingelegt. Irgendwo sehr salatlastig. Und das Brot auch. Ja, jetzt hätte ich mir ein Fladenbrot geholt beim Türken und würde da jetzt einfach reinsnacken. Fleisch hätte ich gedacht, dass, weil sie auch so viel abgeschnitten hat, dass es mehr reinballert von der Intensität. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Technischer Direktor der Dönologie. Er ist für mich eher ein vegetarischer Döner. Fleisch kommt kaum. Mm. Mm. Also zum Schluss kommt er besser mit mehr Soßen. Glaube ich. Soßen kommen mehr, Salat wird natürlich weniger, Fett sammelt sich unten. Ich sag mal so, du hast ja letztes Mal, das muss man dazu sagen, das war ein ganz anderes Spiel, du hast noch so ein Schichtfleischdöner gegessen, deshalb kommt man das jetzt gar nicht bewerten. Nichtsdestotrotz gibt es 5 von 10 Punkten von mir. Na, also du kriegst jetzt erstmal hier den Huni. Geil. Genau. Ich sag mal so, der Döner wurde halt zu Hause so. Der Döner wurde so belegt, wie es irgendjemand zu Hause Hans und Franz macht. Das hat man einfach geschmeckt. Es war dann dementsprechend so ein Selfmade-Döner. Einfach zu Salat lasse ich deshalb nicht mehr. Aber an sich hat er Potenzial. Und genau, 5 von 10 Punkten. Benni, danke fürs dabei sein. Immer gerne, auf jeden Fall. Ja, korrekt. Ja, genau. Haut Benni mal, check mal ab in der Videobeschreibung. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Jo. Und lass einen Daumen oben knallen.